Rang A, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten zu viel Schaden erlitten, aber scheinbar war es noch im grünen Bereich. Cool. Das freut mich. Oh, und wir haben eine neue Fee. Loyla. Eine dunkle Fee. Nein, ich gebe denen keinen Namen. Ich lasse die so, wie sie sind. Verheerende Treffer. Die muss ich mir nachher mal genauer anschauen, weil das Extra-Leben von der anderen Fee ist schon ziemlich nützlich. Aber verheerende Treffer klingt auch gut. Boah, die hat voll die guten Startwerte da unten. Die ist ziemlich... Die hat ziemlich gute Träume. Was auch immer das für ein komischer Wert ist. Was sind das für Werte? Also gut, Frohsinn. Ja, okay. Trotzdem. Frohsinn, Glanz, Coolness, Träume und Ehrgeiz. Hä? What? Naja. Okay. Oh, es hätte noch Feen Nahrung gegeben in der Mission. Die haben wir leider nicht gefunden. Naja. Weiter zur nächsten Mission. Hier müssen wir wahrscheinlich eine Bombe irgendwo an der Felswand benutzen. Und dann können wir für besiege schnell alle Riesenmonster. Na gut, okay. Wie heißt der Grimoire? Nee. Heißt er nicht. Girahim. Mit dem können wir hier ein Herzcontainer verdienen, wenn wir Rang A schaffen. Ob wir das schaffen, ist fraglich. Aber das heißt, erstmal wieder upgraden ohne Ende. Hab mir auch gerade Prinzessin Mononoke zum x-ten Mal angesehen. Den möchte ich mir auch wieder anschauen. Den habe ich früher damals echt geliebt. Den habe ich, glaube ich, 100 Mal gesehen, als der relativ neu war. Und hab den jetzt, bin auch nicht dazugekommen, aber den werde ich mir auf Netflix auf jeden Fall auch nochmal jetzt anschauen. Er ist schon cool. Ich habe auch ganz viel andere Studio Ghibli-Filme jetzt auf Netflix geguckt. Die haben jetzt, glaube ich, echt so ziemlich alle eingekauft, oder? Nach und nach. Das ist schon echt cool. Ganz viele kannte ich nicht. Und finde es gut, dass ich die jetzt gesehen habe. Bei manchen bin ich mir nicht sicher, ob die überhaupt von Studio Ghibli sind, aber vom Animationsstil wirkt es stark so, wie so ein Film über eine kleine Hexe mit einem Lieferservice. In dem Film passiert nicht wirklich viel, außer dass die Hexe einen Lieferservice hat. Aber der ist eigentlich nett gewesen, ich fand den cool. Aber ja, hallo Krabbels, wie geht's? Der Hauptcharakter ist eine Mischung aus Son Goku und dem Herrn der Schildkröten, okay, bin drauf gekommen. Weil beim Video in letzter Zeit Werbung für das Mobile Game davon kam. Okay. Vielleicht muss ich mir vielleicht mal anschauen. Seven Deadly Sins. Your Name kann ich empfehlen. Ach, sehr traurig, aber auch sehr mitreißend. Ah. Ja, wenn ich Zeit habe, gucke ich eigentlich eh auf Netflix immer jetzt. Vor allem auch die Animes, aber auch andere Sachen, die ich schon lange nachholen wollte. Das ist immer ganz cool, wenn ich meine Streams schneide, meine Videos render und so Sachen. Wenn ich nichts einsprechen und nichts hören muss, dann kann ich nebenbei immer Netflix laufen lassen. Und da schaffe ich dann immer die meisten Sachen. Da gucke ich teilweise ganze Staffeln. Da spare ich mir wirklich oft so die ganzen Arbeiten, für die ich nichts aufnehmen muss und eben auch nichts hören muss. Für einen Tag in der Woche, alle zwei Wochen oder so. Dann kann ich den ganzen Tag irgendwie schneiden und Netflixen. Netflix and Cut. So, Moment, was habe ich gesagt? Wen brauchen wir? Dich brauchen wir. Ich darf hier eh mehrere Charaktere mitnehmen. Ach so, die Fee wollte ich mir noch anschauen. Stimmt, das müssen wir machen. Die können wir nämlich zumindest einkleiden. Einen neuen Style. Schauen wir mal, wie wechsle ich denn die Feen? Ah ja. Loyla, die Stufe 1 Fee. Jetzt will ich erstmal deine Fähigkeit, würde mich interessieren, was die macht. Angriffsschaden wird erhöht, aber deine Verteidigung wird stark gesenkt. Krass. Das ist aber eine Goldfähigkeit, das ist ziemlich irre. Sonst kann die gar nichts, wirklich nichts. Nee, dann muss die noch cooler werden. Naja. Das ist schon nicht schlecht. Das würde ich halt eher dann sehr starken Charakteren geben, bei denen ich mir keine Sorgen machen muss. Aber dafür werden die noch stärker. Cool, cool.
Ich glaube, die haben Watchbox geschluckt und haben jetzt die meisten Animes. Ah. Cool. Okay, ich glaube, ich fütter die gleich mal. Ich habe 3 Deko-Nüsse. Die kriegt die Tamagotchi-Fee hier gleich mal. Nee, Tamagotchi kann sterben. Das können die Feen hier nicht. Und dann schauen wir mal an Kleider. Ich habe bestimmt ein paar Kleidungsstücke, die dunkle Magie verstärken. Da haben wir schon was, die quasi genau für die gemacht sind. Für die Fee. Hä? Ich habe die Hosen irgendwie nicht angezogen, versehentlich. Das gibt sie auch. Oh, ich habe leider keinen Kopfschmuck für dunkle Magie. Oh, das sieht ja cool aus. Aber bringt leider nichts. Da kriegen wir schon noch was. Ah. Und ein Halstuch oder so habe ich auch nicht. Ja, dann rüste ich das nochmal ab, damit ich es nicht übersehe. Aber gut, immerhin. Haben wir jetzt eine Lichtfee und eine Dunkelfee. Nicht unbedingt zum Kämpfen geeignet, aber danke. Ist dein Outfit jetzt nicht besser zum Kämpfen geeignet als vorher? Zumindest? Weiß nicht. Na gut, passt. Neusicaa aus dem Tal der Winde ist zum Beispiel eine Produktion von Ghibli, bevor das Studio in dem Sinne, bevor es das Studio in dem Sinne gab. Ah, okay. So, okay, den müssen wir mitnehmen. Der kriegt die Extra-Leben-Fee. Dann nehme ich jetzt Link mit. Aber der kriegt die Mehr-Power-Fee. Und dann nehmen wir noch... Wir nehmen einfach Zelda mit. Haben wir eigentlich schon ein Outfit für Zelda? Ja, wir haben das Breath of the Wild Zelda-Outfit. Dann nehmen wir das mal. Und die kriegt ihren Glimmer-Rapier. Ah, da haben wir einen... Ein Sterne... Zwei Sterne. Nehmen wir den 2-Sterne-Glimmer-Rapier mit Licht- und Erfahrungsbonus. Die kriegt auch lieber ein Extra-Leben, glaube ich. Die ist auch, obwohl die ist schon recht hochlevelig. Aber egal, ich werde das eh. Ich werde eh mit Link so schnell wie es geht durchrushen. Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Piu, piu. Werde ich machen. Mit meinen Ohren des Todes. Piu. Und dann werden die schon sehen, was sie davon haben. So, große Monster müssen wir besiegen. König Dodongo. Ach, da hätte ich jetzt vielleicht nicht Epona nehmen sollen, ausgerechnet. Den Ni no Kuni-Anime habe ich auch schon gesehen. Ach so, warte mal, Quatsch. Den Ni no Kuni-Anime habe ich noch nicht gesehen. Ich habe den Dragon Quest-Anime schon gesehen. Jetzt machen Sie doch mal, König Dodongo. Ja, danke. Schauen wir mal, wie gut Epona ist im Bossleisten senken. Also die Standard-Quest ist nicht so gut. Ja, es geht schon. Es reicht schon. Dankeschön. Ich glaube, Epona ist eher gut zur Crowd-Control und weniger für die Bosse. Aber dass sie... Epona ist so bescheuert inszeniert in dem Spiel. Ich finde das genial. Okay. Solange es über eine halbe Energieleiste ist pro K.O., ist es schon okay. Und jetzt haben wir ihn eh schon.
Dieser Kick, dieser Sprungkick am Schluss von dem Pferd ist super. So, nächster Riesengegner. Weißt du was, das darf jetzt mal Zelda einmachen. Hey, ich werde erstmal von so einem dicken Schwein weggeboxt. Wo sind wir denn? Da unten sind wir. Okay. Au, das geht ja gut los hier. Nein, der macht jetzt schon wieder seine Bomben. Oh, puh, das war knapp. Das hätte ich beinahe nicht mehr. Das wäre sich beinahe nicht mehr ausgegangen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der gleich wieder so kooperativ ist. Ah, Zelda braucht 3 Anläufe. Da ist der Angriffsschaden nicht ganz hoch genug. Dann lasse ich es doch Link machen. Weil es einfach schneller geht. Jetzt hat doch mehr Angriffskraft jetzt. Und er ist netterweise gleich zum nächsten König Dodogo geritten, fällt mir gerade auf. Naja, die Combo, die ich jetzt gemacht habe, ist definitiv besser. Ah, Mist. Diesmal hat er nicht sein Maul aufgerissen nach dem Feuerspucken, wie eigentlich fast immer. Jetzt komm, du Dongo, sei lieb. Nein, das ist nicht lieb. Ja, das ist gut. Yes. Es ist wirklich, bei vielen Bossen ist es einfach nur ein Warten, bis sie das Maul aufreißen. Mehr kann man eigentlich nicht machen. Was, König Dodongo bekommt Verstärkung, hieß es gerade da unten. Yay, perfekt. Den können wir jetzt gleich instant killen. Oh, Castlevania 3, stimmt. Das muss ich mir auch noch angucken. Ich auch noch nicht. Ich komme zu gar nichts mehr. Ich habe auch die letzte Folge von Picard noch nicht gesehen und morgen kommt schon die nächste. Picard hat mich leider ein bisschen verloren. Ich fand die Serie, ich dachte mir am Anfang, die hat Potenzial. Fand sie cool. Finde sie immer noch okay. Aber schön langsam könnte die mal losgehen irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir hängen immer noch im Tutorial fest bei der Serie. Und irgendwie gibt es nicht mehr so viele Folgen. Aber trotzdem schön, Patrick Stewart wieder als Picard zu sehen. Schon allein das ist super. Dass wir das noch erleben dürfen und dass er das noch erleben darf, ist super. Ich hoffe, es reicht. Ja, perfekt. Das nenne ich ein Schlachtross. Kickt irgendwie riesige Reptilien, die 5-mal so groß sind wie es selbst, einfach nieder. Hey, Arang sogar. Schön. Was sage ich zu dem Dragon Quest Film? Ganz okay. Ich habe mir beim Angucken gedacht,
der macht irgendwie so viel Zeitsprünge und verändert Charaktere und so, dass ich mir gedacht habe, der würde eher als Serie funktionieren. Aber passt schon, kann man sich angucken. Kein Meisterwerk, aber auch nicht schlecht. Wieso bist du ausgerechnet der Breath of the Wild Link auf Epona? Warum nicht? Ich meine, Breath of the Wild mag ich. Und Epona gibt's auch in Breath of the Wild. Zwar nur durch Amiibo. Oder wenn man ein Pferd fängt, das genauso aussieht wie Epona und es dann Epona nennt. Aber es gibt's. Insofern. Auf Prime schaue ich selten Anime, da nutze ich eher Netflix. Stimmt eigentlich. Aber Prime ist ja irgendwie... Ich finde Prime komisch. Erstens nervt mich Prime, weil es die ganze Zeit irgendwelche Sachen mir unterjubeln will, die ich dann doch nochmal extra zahlen muss. Und ich merke es im ersten Moment nicht und denke mir, ach, das gibt's, na toll. Und dann sehe ich so, ja, aber für 10 Euro oder so nochmal extra. Das nervt mich und irgendwie gibt's ja dann noch Zusatzpakete, die man zusätzlich zu Prime, also zum normalen Prime-Abo dazu kauft, die dann nochmal spezialisiert auf irgendwas sind. Da gibt's ja dann extra so einen Anime-Zusatzkanal oder so. Ich finde Prime unübersichtlich und umständlich. Ich benutze das irgendwie nicht so gerne. Ich habe schon auch viel auf Prime geguckt, aber Netflix ist da irgendwie meine erste Wahl. Schon alleine, was irgendwie übersichtlicher ist. Wenn es bei Amazon Prime die Option gäbe, dass ich wirklich nur Sachen angezeigt kriege, die im Prime-Abo enthalten sind und sonst nichts, wenn ich alles andere ausblenden könnte, dann wäre es wahrscheinlich was anderes. Aber das nervt mich irgendwie so, dass ich das ungern benutze. Ich würde gerne auf einen Blick sehen, was es gibt und nicht immer gucken, ob auch wirklich oben im Eck dieses kleine Prime-Zeichen ist. Das stört mich. Warum level ich jetzt gerade 4 hoch? Kann mir das einer erklären? Müssen wir die benutzen? Hat es mein Unterbewusstsein schon... Ach, die müssen wir hier wirklich benutzen. Ja dann. Na gut. Dann ist alles gut. Ich bin mit den Kommentaren noch ein bisschen hinterher. Wundert euch nicht. Die Star Trek-Serie einfach zu brutal. Der ist auch. Der Gewaltgrad ist relativ hoch für Star Trek-Verhältnisse. Da hat sich sogar der Regisseur dazu geäußert. Er meinte halt, dass das früher eher eine Frage von Budget war und weniger von... eher eine Frage der Möglichkeit, der Darstellungsmöglichkeit. Naja. Aber mich persönlich stört das nicht so, aber aufgefallen ist es mir auch. Übrigens kannst du eigentlich die letzte Folge auslassen. Ja, aber schon alleine deswegen. Ich will jetzt auch gar nichts spoilen hier, aber schon alleine deswegen, was du schreibst. Ich meine, nur deswegen gucke ich die Serie, ehrlich gesagt. Ich will Cameos. Ohne Ende. Eigentlich hätte ich gern einfach die alte Crew fertig. Eigentlich hätte ich gern eine zusätzliche Staffel von Next Generation und Schluss. Aber man kann nicht alles haben. Naja. Gibt eine neue Staffel von Ash vs. The Book of Evil. Ja, die ist witzig. Die ist bescheuert. Aber auch witzig. Da habe ich auch ein paar Folgen geguckt, aber noch nicht weit. Der Dragon Quest Film ist eine Verfilmung von Dragon Quest 5. Ist das sogar wirklich auch das Ende? Ich will überhaupt nichts spoilen, aber das Ende fand ich interessant bis verspult. Ist das auch in Dragon Quest 5 mit drin? Das fände ich ja crazy. Da spielt man den Charakter sein Leben lang, ist für einen Film schwer umzusetzen. Genau, ich hatte auch das Gefühl, würde sich als Serie besser eignen, die Story. Aber okay. Man muss bei Prime leider vorher wissen, was man sehen will, sonst findet man nichts. Ja, ich bin da irgendwie, die könnten das echt noch ein bisschen überarbeiten. Bei Netflix fehlen mir auch einige Optionen, die ich irgendwie gerne hätte. Aber, mein Gott, man kommt damit besser klar, auf jeden Fall, finde ich. So, jetzt haben wir hier unseren absolut super unterlevelten Charakter, der nicht mal großartig jetzt Kombos lernen konnte, weil mir irgendwie Material gefehlt hat.
Ich hoffe, der Schwierigkeitsgrad von der Quest ist nicht zu hoch, weil sonst können wir das... Unter Umständen kann es wirklich sein, dass wir einfach eine Mission nicht schaffen können, weil unser Charakter zu schwach ist. Ich hoffe, dass das jetzt nicht der Fall ist. Andererseits dürfte sie jetzt ziemlich schnell hochleveln. Nach ein paar Kills. Are we human or are we dancer? Bei ihr weiß man, sie ist eine Tänzerin. Ausgezeichnet. Gibt gleich mal eine Schatztruhe. Also nicht direkt, aber halt bis zum letzten Boss. Okay, ich verstehe. Das sind keine Anfänger, sagt er. Aber wir doch auch nicht. Ich meine, gut, Goronen, die sehen so aus, als wären die... Obwohl, Goronen haben zumindest in Twilight Princess schon so eine kriegerische Kultur. Weil in Ocarina of Time sitzen die eigentlich den ganzen Tag nur rum und essen Steine. Aber in Twilight Princess, die Goronen, die sind schon so kriegerisch drauf. Die machen halt eher so Sumo-Ringer-Schaukämpfe, aber gut. Tja, den macht hier echt einen auf Chuck Norris. Roundhouse-Kicks ohne Ende. Die Roundhouse-Kick-Machine ist sie. Okay. Ah, hier gibt's ein Vieh. Okay, gut. Ah, ich befürchte, auf die Dicken muss ich hier mit ihr schon ganz schön lang einhauen. Ah, da ist schon ein Level up. Die Basis ist auch erobert, aber ich glaube, ich hau die Dicken trotzdem noch. Die erobern sonst gleich wieder irgendwelche Basen von mir zurück und so. Das ist nervig. Oh, aber den ziehe ich so gar nichts ab. Das ist schon ein bisschen blöd. Naja, wird ein bisschen ein längerer Kampf, aber das kriegen wir schon hin. Ich muss ihre Schwachstellen erwischen. Da muss ich mich drauf konzentrieren, anders wird das schwer. Hey, wo wollt ihr denn hin, Schildmoblind? Kommt mal, bleib mal her. Hey, du da, spinnt der jetzt? Komm jetzt. Ey, der will mich echt verarschen, oder? Wie kann es überhaupt sein, dass ich dem nicht hinterherkomme? So. Ich sehe gerade, dass da oben gelbe Truppen sind, aber ich komme da gar nicht hin. Aber da muss ich jetzt hin. Aber ich muss den da auch besiegen und jetzt bin ich schon hier. Oh, das wird ein langer Kampf hier. Außerdem geht er schon wieder. Du bist irgendwer anders. Wer bist du denn? Du bist wahrscheinlich der andere von den beiden Moblins, aber dann mache ich halt erst den fertig. Ist eh okay. Okay, cool. Die normalen Schildmoblins halten zum Glück nicht ganz so viel aus. Der leuchtende ist schon ein spezieller. Okay, hier sind viele Minions. Das könnte uns gleich wieder relativ schnell ein Level bescheren. Ah, ja, da ist es schon. Das ist gut. Macht uns ein bisschen stärker und füllt vor allem auch die Special-Leiste gleich wieder instant auf. Das ist gut, um Damage zu dealen. Komm schon, sei kooperativ, Schildmoblin. Mach ein paar Bauchplatscherangriffe, damit ich dich besiegen kann. Ich starte das hier ewig und dann
passiert was Schlimmes und die Mission scheitert. Das wollen wir doch beide nicht. Mist. Ah, Gott sei Dank. Puh, den haben wir. Ich muss jetzt nämlich echt mich hinhalten. Ich muss nämlich die Verbündeten in Isolation retten. Und unter Umständen ist es, oder ziemlich sicher sogar, habe ich nur ein gewisses Zeitlimit, um die zu retten. Ich muss mich also echt ein bisschen beeilen. Kiste. Öffnen. Besiege den feindlichen Feldmarschall. Wo ist denn der jetzt? Irgendwo da oben. Ich glaube, ich muss jetzt da hoch. Ich brauche zu lange für die Schweinchen. Solange die mein Hauptquartier nicht bedrohen, ignoriere ich die jetzt mal. Ich glaube, ich muss echt die anderen schnell retten. So schnell es geht. Das stimmt. Sie ist das persophinizierte Masterschwert. Aber ich glaube, alleine ist sie jetzt eigentlich eher nicht so. Ohne einen Helden, der sie führt. Ist jetzt nicht unbedingt der emanzipierteste Charakter. Die Personi... Wie habe ich gesagt? Persophinikation oder so. Da. Okay, wir haben irgendwas für die Feen bekommen. Ich habe das im Vorfeld gar nicht gesehen, dass es hier Feenkleidung gibt, aber ist gut. Okay, hier oben haben wir einen Verbündeten, der bestimmt Hilfe braucht. Die brauchen immer Hilfe. Aber ist nur so ein Gorun-General, der ist nicht so wichtig. Also, wenn der stirbt, sind wir nicht gleich Game Over, meine ich damit. Deswegen ignoriere ich die jetzt mal und werde weiter vorrücken. Schnell! Es dauert immer so lange, bis die in den Turbo-Modus gehen. Da gibt es keinen Sprint-Knopf oder so. Man muss einfach ein bisschen beschleunigen und dann boosten sie erst los, die Charaktere. Schon wieder ein Level Up. Das ist halt schon praktisch. Wo macht denn ich meinen Special Move? Der Gegner ist da. Ah, ich habe ihn auch erwischt. Aber naja, gut. Wo ist denn der Festungskommandant? Da ist er. Das Blöde ist halt, die erobern das sofort wieder zurück. Aber gut, ich muss eh den feindlichen Feldmarschall finden. Ich habe keine Ahnung, wo der ist, was der macht. Ich werde da jetzt einfach mal runterrasen, weil ich glaube, dass er irgendwie schön langsam Richtung Hauptquartier vorrückt. Das kann ich nicht brauchen, dass mein Hauptquartier fällt. Das wäre ärgerlich. Ich nehme mal die gelben und grünen Töpfe mit. Ach, ich kann schon in die feindliche Basis. Aber ich habe gar keine dunkle Fee mehr. Oh shit. Das ist problematisch. Es gibt doch keine dunkle Fee mehr. Die habe ich jetzt verbraucht für den anderen Raum, oder? Oh, ich habe keine mehr.
Naja, dann müssen wir das irgendwie so meistern. Da brauche ich aber mindestens eine volle Magieleiste, bevor wir da reingehen dann. Und ich sollte die hier echt weghauen. Die sind gefährlich nah an unserem Hauptquartier. Moment mal, haben wir hier überhaupt ein Hauptquartier? Ich überlege gerade, da ist gar kein Symbol. Ich glaube, unser Startbereich ist nicht unbedingt unser Hauptquartier hier. Kamera, du bist nicht gerade sehr kooperativ gerade. Na gut, okay. Schluss jetzt. Wir müssen jetzt hoch. Ich gehe jetzt ins Hauptquartier und versuche den irgendwie zu schaffen. Ist wirklich ein bisschen doof, dass wir keine Fee haben. Ich hoffe, dass ich noch irgendwo ein kleines Magiesäckchen finde auf dem Weg. Könnten wir echt brauchen. Weil sonst wird das eng. Morgen ist Freitag der 13. Stimmt. Ich glaube nicht. Also ich meine, es könnte theoretisch irgendwas Ungewöhnliches passieren, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist genauso hoch wie an jedem anderen Tag. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay, ich versuche das jetzt. Wünscht mir Glück. Ich gehe rein. Warte mal, der Hauptplatz steht kurz davor zu fallen. Also haben wir doch einen Hauptplatz. Warum hat mir das Spiel denn das... Warum zeigt mir denn das... Warte mal. Oder heißt der Ort Hauptplatz? Aber es ist nicht mein Hauptquartier. Das könnte sein. So. Tia, können wir uns irgendwie darauf einigen, dass du rauskommst vielleicht? Das wäre gut. Kann ich dich irgendwie anlocken? Ah, wie schnell verliere ich den Herzen? Ich glaube, zu schnell. Vielleicht kann ich sie wirklich rausprügeln. Manchmal funktioniert das. Wir müssen echt schnell sein. Hier gibt es einen Herztopf. Aber sonst irgendwie nichts. Ah, nee, ich krieg zu schnell Schaden. Ja, genau. Raus. Nein. Hey. Ah, beinahe. Beinahe hätte ich sie rausgelockt. Ah, nein, es funktioniert einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Okay, nein, ja. Ah, komm schon. Warum wird denn sie immer wieder so reingedrückt? Ich muss sie draußen halten. Okay, das sieht gut aus. Nur, ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder automatisch... Nein, komm schon, jetzt hör auf. Nicht wieder in den nächsten Eingang rein. Irgendwie drückt sie wirklich so Richtung Eingang. Ich habe echt Probleme, sie irgendwie woanders hinzubringen. Aber jetzt sieht's gut aus. Na gut, Aram wird das wahrscheinlich wegen dem Schaden, den wir genommen haben, nicht mehr. Aber ich habe das Spiel gut ausgetrickst. Ui. Immerhin geschafft. Hauptsache. Stimmt, außerdem hat Better von morgen Geburtstag. Das muss ein guter Tag werden. Was? Arang? Die Arang-Kiste? Wirklich? Verrückt. Bling. Cool. Wer hätte das gedacht? Da rotiert wir gleich vor Glück. Und wie? Oh.